Fit euch! Kinder, alle nicht, das haben sie vom Vater. Von der Gabriele haben sie das nicht. Machen wir mal die ultimative Bergtour. Okay. 80-Jähriger vom Onkel Franz und 50-Jähriger vom Wolfgang. Müssen wir jetzt unbedingt nachholen. Die haben es toll geschnitten. Totalen haben es von Oberdorf durch unseren Hof in Dortmund. Mit dem Dreck zurück. Und er hat es einfach, in der Zeit war ich nicht zu Hause, da war ich im Bad Reichenhall. Aber ich habe das ganze Drama da, ich weiß nicht, der Pep hat sich gedacht, der bleibt da und der heiratet. Oder ich weiß auch nicht, was ich der gedacht hat. Auf alle Fälle war bei uns dann ein Bekannter, der evakuiert war in Dorfen bei uns. Und der hat die Frau mit dem Kind dann nach München mitgenommen, nach einer Zeit, aber die hat regulär bei uns gewohnt. Und war das Kind von Pepp, oder? Nein, das Kind. Ah, das hat schon gehabt. Das hat schon gehabt. Das kann man vorstellen. Ja, der war dann schon. Ich weiß das nicht mehr so genau. Ich selber war nicht zu Hause. Und das war ein ganz heikles Thema, da hat niemand gesprochen drüber. Wunderschön. Aber der Schartone, der hat das dann organisiert, dass die Frau nach München ist mit ihm. Der hat ein Geschäft gehabt. Ich weiß nicht, hat das beschäftigt die erste Zeit. Was aus der geworden ist, das weiß ich nicht. Aber die hat bei euch gelebt eine Zeit lang, oder? Der Schartone. Die Russin. Ja. Hat die bei euch ein bisschen was gehabt? Oder das, ich weiß es nicht. Das waren natürlich denen alle peinlich. Die hat dann angemalt werden müssen. Das ist bekannt worden. Das ist schon verrückt. Ich weiß es nicht. Wenn du jetzt einmal umdrehst, da hinten, da ist die Birkaspitz. Der Zapfen, der da. Nein, die höchste von diesem Höhenzug, das ist die Birka. Die Pyramide? Ja, da hinten. Aber du musst ziemlich am Ende sein, oder? Genau. Der schneebedeckte Berg. Ja. Ja? Oder halt eine Woche oder so vorher. Das heißt, der war davon? Das war eine Woche vorher. Mit dem, nein, mit dem. Ich glaube nicht, Franz. Ja, das ist jetzt gleich. Nein, auf alle Fälle, wer war es jetzt alle? Liesel war also, dabei. Liesel war dabei. Wir zwei? Der Stefan war dabei. Ja. Ja. Und der Papi? Und der Papi, ja. Ja, und ich. Ja, das ist ja schon genug. Ja, wir haben bloß ein Auto gebraucht. Genau. Wenn wir zu fünften vielleicht gewesen sind. Genau, ja. Ja, da sind wir laufen, waren wir so gegen Mittag, waren wir da auf der, ich weiß das nicht, Hütten, glaube ich, oder? Lampen, oder? Nein. Karwendelhaus. Ja. Und dann war gerade der Karwendelmarsch und so viele Leute unterwegs, kannst du dich erinnern? Ja, ach, da habt ihr auch kein Quartier gekriegt? Doch, wir haben kein Quartier gehabt. Wir haben den Fehler gemacht. Wir sind haben nicht mehr gegessen, ich weiß nicht gut. Wir haben gegessen, haben gesagt, Mensch, jetzt fahren wir, kann man eigentlich nur aufreisen. Auf Birkaspitz. Okay. Ja, wir haben den Fehler gemacht, dass wir unser Quartier nicht bestellt haben. Ja. Jetzt sind wir runtergekommen, sind um 7 Uhr auf die Nacht, sind wir runtergekommen. Um 5 Uhr waren wir drum. Von mir erinnern. Und um 7 Uhr waren wir wieder auf dem Birkaspitz. Auf dem Karwendelhaus. Auf dem Karwendelhaus. Und dann haben wir, war alles voll, haben wir gar nicht bei der Tür reingekommen. Dann haben wir gesagt, ja, gibt's uns, wollten wir was zu trinken haben. Ja, das geht jetzt nicht. Dann waren draußen ein paar Strägel gestanden. Dann haben wir gesagt, dürfen wir da eine Limo rausnehmen? Na ja, die könnt ihr schon nehmen, die haben wir natürlich schon zu zweit. Na ja, na was tun wir jetzt? Ja, dann haben wir gesagt, wir können nicht, dann müssen wir heimgehen. Das war dann noch weit.
Da waren wir um 12 Uhr, oder halb eins, waren wir ja unten im Gasthaus hinteres. Und da ist ja so weit vor. Ja, da gehst du. Wir sind die Nachtwanderung war es auf jeden Fall am Schluss. Wir sind, ja. Ja, ja mitten bei der Nacht sind wir gekommen. Da haben sie die Angst gehabt, gegeben. Weil wir nicht, wir sind dann mit dem Auto, wir waren am Raus. So war sowas, waren wir halt daheim bei uns. Genau. Und haben erst einmal gegessen. Kann ich mich noch erinnern, wie wir eingefallen sind. Wir haben so einen Kohldampf gehabt, waren wir so ausgezehrt wie auf der Flucht. Ich muss mir unheimlich wundern, dass die Liesel das da packt. Ja. Die sind gleich auch mit aufgegeben. Ja. Die ja. Die ja. Die ist auch mit auf. Und das war schon Gewalt zu. Und das haben wir auch immer noch oft erzählt, dass du am obersten Gipfel hast dann plötzlich aufs Klo müssen. Ja. Da war natürlich auf Strauch und nichts mehr da. Genau. Jeder Schiss ist ganz gewiss, sogar der Gipfelschiss oder irgendein Spruch haben wir da gemacht. Ja. Das ist schon blöd, gell, wenn da nichts hergeht. Ja, da war ja so viel Lohn, ist ja kein Dorf vielleicht. Da also wächst jetzt auch noch nichts. Ja, da wird vielleicht ein bisschen was wachsen. An der Stelle. Nein, das also war, das ist ein Erlebnis. Da zwischendrin meinst du. Ja. Also direkt so also ein Einschnitt, ne, links und rechts. Genau. Ne? Naja, das kannst du schon sehen, gell. Ist ja fast so hoch wie Zugspitz, gell. Schau mal, jetzt muss ich da mal was vorlesen. Da habe ich damals ja immer brav, ich war damals, wie alt war ich dann? 14. Ja. Wann war denn das? Ja. 14. Und da gibt es einen Tag, am 19. September, da hat man es nicht ausgereicht, das, was man, da musste ich dann noch bitte? Was einkleben, zusätzlich. Habt ihr was gefunden, so was? Also, wir nehmen ein Grillfleisch. Mhm. Willst du Schweinebraten oder was? Was ist denn das für Rindfleisch? Grillfleisch. Ist er nicht. Dann ist ein Schweinebraten. Ja. Und was isst du? Ja, auch ein Schweinebraten, aber bitte Senioren. Bei Ihnen? Ja, also lange mehr. Oder ist das ein großer Unterschied? Ja, das sind sonst zwei Stücke Fleisch und sonst, also kleinen Seniorenteil ist ein Stein. Also wir lang da. Ja, falls Sie noch was finden. Und zwar Grillfleisch. Ja? Mhm. Das können wir gar nicht essen. Sonst, okay, gell? Also, das Wochenende am 8. September fängt an. Dr. Wurm, das war mein Biologielehrer, in Biologie ich hatte ihn schon in der 5., 6. und 7. Klasse. Bekam ihn schon bis zum nächsten Freitag deutsche Hausaufgabe auf. Um 4 Uhr fuhren wir los. Setzten Mami in München ab. Um 9 Uhr abends dann in Schaftlach. Franz konnte leider nicht mit in die Berge gehen, weil er heute eine Hornhautverletzung hatte. Das war der Junior. Ja. Steht da drin. Das habe ich aber total vergessen. Du warst doch der Tag. Das war jetzt der Tag, wo man so nachts hat. Ja. Jetzt ja, geht's weiter. So. Wir fuhren mit dem Auto nach Hinterriss und gingen 2,5 Stunden zum kleinen Ahornboden, wo wir eine Pause einlegten. Dann marschierten wir zum Karwendelhaus eine Stunde, wieder Pause. Dann Aufstieg durchs Schlauchkar, was wirklich in der brummenden Sonne ein Schlauch war. Zur Birka-Spitze, ca. 2800 Meter. Neuschnee oben, gefährliche Abrutschgefahr. Das ist wohl, ja. Das sind sie gar von Kolpenverein, die waren auch drum, also nicht zu der Zeit, aber das sind auch wie die Lawine, viele Punkte. Von der Birka? Das wäre ein Messi. Das war 70. Ja. Abstieg dann zum Karwendelhaus, todmüde und erschöpft. Da war ich ja mit der Maschine. Aber als wir ankommen, bot sich uns ein Anblick des Schreckens. Das Karwendelhaus quoll förmlich über von Wanderern und Bergsteigern. Über 220 Personen waren normaler, hat die Hütte normalerweise Platz. Mit Matratzenlager und allem. Aber 300 Leute waren da. Zum Glück hatten wir schon unsere Quartiere vorher gekauft. Aber da Papi
Onkel Franz und Liesel nach ihrer Berechnung nachts bei diesen Massen nicht schlafen konnten, beschlossen wir nach einer Kräftigung wieder nach Hinteris zum Auto zu marschieren. So, und wir haben gehabt. Ja, also das vergisst man oft. Und dann war das kommt Folgendes. Papi und Onkel Franz aßen nicht viel, da sie Dünnschiss hatten. Ich glaube, vielleicht auch nicht das, oder? Onkel Franz musste sogar unter dem Gipfelkreuz sein Geschäft erledigen. Das geht aber schnell, heute. Habt ihr einen Salat auch dazu? Danke. Nicht? Dann haben Sie hier, bitte. Guten. Alles aufgeschrieben. So marschierten wir bei Dunkelheitseinbruch ohne Licht los, zurück zum kleinen Ahornboden. Wir trafen immer noch vereinzelte Wanderer, die noch zum Karwendelhaus hinauf wollten. Wir wünschten ihnen angenehme Ruhe. So marschierten wir oder besser tapsten wir durchs Dunkle. Schritt für Schritt, Fuß vor Fuß, Fuß vor Fuß. Die Füße wurden immer schwerer. Zur Hauptstraße und auf der Hauptstraße hielt kein Auto. Wirklich keines. So schleppten wir uns die letzten Meter zum Auto. Endlich. Dort tranken wir in einer Gastwirtschaft noch ein Bierchen, ein verdientes, und fuhren dann heim. Um 12 Uhr in Schaftlach wieder angekommen. Wir kamen wörtlich auf den Brustwarzen und dem Zahnfleisch angerobbt. Der nächste Tag geht dann bis 10 Uhr geschlafen. Hast du da schon Bier bringen dürfen? Ja, wahrscheinlich schon. Wie alt warst du? 14. Wie ein Astronautenkübel oder was? Ja, also, weißt du, da waren gerade die Jedi-Ritter. Ja, nein, die Mond da und war da. Weißt du, die ja, das musst du auch wissen. Also. Ja? Die waren im Dorf. Da haben sie den Hochstuhl. Das ist ein Mond. Vorher am Mond von der Hochstuhl. War ich der Falle, wir im Fernsehen haben das gesehen. Dann haben die Kinder diese da noch. Noch. Und dann hat der Franz, der liebe Treppen, Abi, und der Kronatur, hat also ein Spreißel gehabt. Und klopft ein paar Mal vorne hin und dann fährt er da rauf so und schreit ein paar. Das ist auch nicht. Na, haben wir schon gut gemacht. Da haben wir hinfahren müssen. Da waren ja nichts mehr mit München gefahren. Wir sind auf Dates, sind auch noch gefahren werden und dann haben wir uns gleich. Sind Sie an der Grillfleisch? Waren wir auf Schön. Drei, vier Wochen war er. Ich war beim Remke. Gut. Dankeschön. Ja, das ist gar nicht. Ja. Der war beim Remke, weiß ich. Der war beim Remke. Also unser Fleisch ist sehr. Wie es hell geworden ist, haben wir gesehen, Mensch, da ging ein lauter Kaffee auf. Ja. Nicht verlegt, weißt du, ja, sondern offen. Nein, da war da oben noch. Die hätte es gut mit. Hat sich selber da oben. Eingenistet schon. In der Dings, ja. Auf alle Fälle haben wir umgedreht. Dann sind wir runter. Dann haben wir uns, daneben waren wir so ein Wagenhaus hier unten. Dann haben wir uns hinter den Stadl rein. Haben uns reingegangen und ein bisschen geschlafen. Und da kommt ein junger Mann rein. Der ist mit viel Fühl. Da haben wir uns gar nicht gehört. Gell. Haben wir schon gesagt. Dann habe ich gesagt, könnt schon was sagen? Ich bin auch abgehauen. Da war der, das war ein Südtiroler. Und der war bei der Waffen-Sabotage und Spionage-Kompanie Jagdverband Südwest. War der. Mhm. Und ist in Frankreich gewesen mit der Armee. Mit einer Uniform hat er gesagt, waren wir bei den Franzosen drin. Und der war ein ganz intelligenter Bursche. Ja, und der hat nachher gesagt, wolltest du nicht auch sagen, wir wollen nicht heim nach Bayern gehen. Ja. Hat er mir angegeben, ich soll mir da schreiben, dass er meine Angehörige des Jagdverband Südwest sind.
Hühle, Jagdzeit von Südwest, hat man gleich schon Spinazie-Kompanie. Da schreibt sie hin, dass es gut geht, das ist nicht wahr. Dann ist er wieder gegangen. Dann haben wir bloß noch von der, wo du bist. Ja, da muss ja irgendein Stempel drauf, ja, auf sowas. Ja, wo bist du davon? Ja, ich bin da vorne, hat er gesagt, ich bin da vorne. Mit dem Sägewerk, da ist er daheim. Ja, da haben wir, ja, ja gut. Aber er ist ja erst auf die Nacht um 8 Uhr wieder da, weil er ja bei der Nacht auch nicht dran, beim Tag auch nicht dran geht. Ja, er ist ja gleich bei den Bauern. Auf alle Fälle haben wir es mir da. Ja, momentan war es gleich ein bisschen überrascht. Ja, habt ihr ja Formulare gehabt, oder was? Ja, eben, das ist vor allem das. Haben wir gesagt, das Heft ist gar nicht, ich kenne ja nicht, den Bleistift haben wir auch angekommen. Ich kenne da nicht, also, wir müssen mit dem Burschen auch ausfindig machen. Ja. Und dann sind wir, ja, dann sind wir auf der Straße runtergehen müssen. Gell? Und dann sind wir da auf der Straße, also Richtung, ich sage mal, schön, dann. Franzis Feste, da geht es so eine Kurvenummer. Und das ist das Bahngleis, gell? Da sind ein paar Häuser gewesen. Und was sind wir da hergegangen? Sind wir plötzlich. SS. Kettenhund. Kettenhund. Die waren gefürchtet. Lass mich da. Gott hat da Kunden. Und dann sage ich zu den Hirten. Wir können ja nicht gleich vorfangen. Jetzt gehen wir ganz langsam da drin in das Haus einmal. Und da war ein Haus da. Schauen wir, ich will immer da, da waren wir, gehen wir da rein. Und da haben wir das Maße gehabt, dass wir hinten rausgehen können. Hinten raus. Und über den Bohomi und über das Bahngleis rüber. Und um hier, und dann sind wir auf der drüberen Seite. Da war ich nicht schnell, wir bloß ein kleiner Weg. Dann sind wir auf der drüberen Seite. Alle marschiert. Und dann haben wir gesagt, ah, jetzt ist das, da ist jetzt der Sägewerk. Da gehen wir wieder rüber. Da sind wir wieder, da war so 4-5 Kilometer, da war das Sägewerk da. Da sind wir wieder rübergekommen und da sind wir dann reingegangen. Da waren die Werkstätten dabei. Da haben wir uns schon Kaffee haben wir uns gekauft, aber nichts anderes hat es da nicht gegeben. Dann haben wir halt die Bedienung gesagt, ja, wir möchten einen Turm sprechen. Da hat sie gesagt, wir haben keinen Turm. Dann haben wir gedacht, das sagt jetzt nicht. Dann haben wir gesagt, wir haben ihn ja schon getroffen. Nein, das sagt man keinen. Dann hat sie gesagt, ist denn da nicht mehr ein Sägewerk? Ja, das sagt er leider vorne. Ein paar Kilometer leider vorne ist auch noch mehr ein Sägewerk. Ja, da sind wir schon schwierig. Das war ja das Verhältnis. Da sind wir da auch so im Kurs rübergekommen. Das ist das Haus. Da und so vorne drinnen. Und da ist die Straße vorbei gegangen. Und da schaut man von der Feldschaltmarie, schaut vom Fenster raus. Und hat euch schon gesehen, oder? Da hat er rausgeschaut und wir sind dabei. Ich bin auf Stur in den Eingang reingegangen und bin vorbei. Ich bin bei ihm vorbeigegangen und bin weitergegangen und hinten aussehen. Das ist aber das Gute, dass die hier. Bauernhäuser zwei Eingänge hatten. Dass die hinten aussehen. Aussehen und dann stehe ich und dann ins Heu reingeschlupfen. Das geht schon. Und dann, die freuen sich, glaube ich, auch. Dann haben wir nichts mehr. War die Nierten auch mit dabei? War auch dabei. Kennst du den? Ja, und. Wo lebt der noch, oder? Ja. In Augsburg. In Augsburg ist er. Ja, und aber habt ihr jetzt einen Marschbefehl dann noch zusammengekriegt oder nicht? Ja. Nein, ist er. Da haben wir da in der Runde rum, sind auch die Quartierinnen gekommen, wo die Kirchweite gewirkt haben. Da sind wir da rausgeschlossen, da sind wir jetzt locker. Dann haben wir gesagt, wir wollten auf den Turm warten. Da ist jetzt tatsächlich einmal da rausgekommen, gell. Da hat uns da hinten aufgesucht. Dann hat er gesagt, was, ja, dann haben wir ja einen Dienst gegeben, dass er uns auch das schreiben kann. Gell. Und dann hat er das gehabt, gell. Ein Stempel. Ein Formular, wo da ist jetzt ja von ganz Südwest. Das ist einfach eine Spionage-Kompanie, was ich noch so gut. Das ist für die Sinn nicht. Dann hat er geschrieben, die Gefreiten, Franz Bachleitner und Christian Angerbauer sind Angehörige der SS, Sabotage und Spinage-Kompanie, Jagdverband Südwest. Und ich bitte die Behörden bei der Weiterleitung zu ihrer Dienststelle in Hitlerwitz zu sein. Herr Hitler, SS-Sturmbahnführer, stimmt wie Hickhal, links. Dann haben wir noch eine Frechung gehen. Dann haben wir noch den Pass gehabt.
dann seid ihr offiziell marschiert, oder? Ja. 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 Der Rosshofer, das ist dann natürlich gekommen. Das war ja vor dem 27. April. Ist da so ungewohnt, das haben wir ausgerufen. Und dann hat er nicht mehr viel gekommen. Weiter vorne erst, wo es dann den Berg aufgegangen ist. Und dann haben wir nur so ein Dynamo-Taschen dran bekommen. Dann habe ich da rausgegangen gekommen. Dann habe ich da aufgehalten. Da hat er der gehalten. Ja, was ist los? Ja, sagt er, du musst uns mitnehmen. Ja, jetzt darf ich nicht mehr mitnehmen. Ja, warum? Was hast du? Ja, ich hab Sprengstoff dort. Dann du fährst mich hin, dann gehört er zurück. Jerry gehört er zurück, stell dir mal vor. Jerry gehört er zurück. Ja, ja, ja. Fahrt zu her. Und da hat er einen Anhänger gehabt. Und bis der da weggefahren ist, sind wir hinten auf den Deichsel aufgekupft und aufgekreiselt. Der war ein Mordshauch, der kam. Dann haben wir uns oben auf die Munitionskisten aufgekriegt. Ja, das war aber ein Höllenritt dann in diesen Zeiten, oder? Wenn da ein Jagdbomber eine ja, das war bei der Luft. Gell. Ja, ich das war bei der Luft. Aber vielleicht war es auch das. Aber das nächste war nicht der Luft. Dann seid ihr auf dem Sprengstoff heim in Richtung Heimat gefahren, oder? Der hat Sprengstoff gefahren. Von Italien. Aber ihr hättet ja bloß einen Ausweis herzahlen dürfen. Dann hättet ihr euch vielleicht auch mitgenommen. Oder habt ihr euch da nicht drauf? Ja, das hätte ich dann schon. Nein, er darf überhaupt nicht mehr tun. Das kann man sich vorstellen, wenn der Sprengstoff transportiert, dass er da gar nicht mitfahren kann. Aber ich habe gesagt, ja, ich laufe an und zu. Und wo seid ihr dann wieder runtergesprungen von dem Mann? Da waren wir am Brenner drum, da hat er gehalten und wahrscheinlich hat er seine Papiere hinübertragen. Und dann sind wir da über die Scheinwerft so rübergehen. Wir sind da so gelacht und gefragt, eine halbe Stunde lang. Aber das sage ich, dass das war eine lange halbe Stunde. Hat jemand uns da ja, das. Ja, das ist auch nicht gut für mich. Aber auf alle Fälle hat uns der da auch nicht gesehen, weil wir so flach waren wir nicht mehr. So flach da drüben waren wir. Und der war der Hof, der war also 4-5 Meter hoch, der Karren. Und dann ist der, ich weiß nicht, so gut wie er da mit einem Gang rein hat, wie uns da dann das Herz wieder leichter war. Schlafen gefangen hat. Wenn wir da so weggefahren sind und da habe ich nur gehört, bis Bobby. Ja, bis Innsbruck war ich. Und in Innsbruck hat er gehalten. Das haben wir nicht mehr gewusst, wo wir jetzt da sind. Und wir sind hinten runtergesprungen und er hat uns natürlich gesehen. Aber der hat uns auch zusammengeschissen. Das war uns scheiß Wurst, dass wir in Innsbruck waren gehen. Der hat dann, wir sind halt ein paar weitergegangen. Gell. Ja. Und ich hab mich ausgekennt in Innsbruck, das war das Schöne. Wir waren vorher, ein paar Jahre vorher, waren wir mit 5 Wurm und sind mit den Radl über den Aachensee. Deutz, links ist, quer um den Aachensee rüber, auf den Aachenkirch, von einem Kassberg runter, da haben wir noch Taxen hinter rein, da ein Radl, das ist ein Bremsen. Gell. Und dann sind wir mit dem Radl auf Innsbruck gefahren, ich war da geblieben. Am nächsten Tag war ich Anton, ich war da geblieben. Und das war ja in Friedenszeiten. Oder halt, ja, der Anfangsfleisch von Krieg, wenn er treibt. Da waren wir halt so 5, ich war der Jüngste. Ich war halt selber der Jüngste. Da war mein Bruder dabei, der Niederberger Sepp. Und ich und nur zwei. Ah, dann hast du dich schon ein bisschen ausgekannt. Ja, da habe ich ein bisschen ausgekannt. Ja. Und da ist mir da eins aufgefallen. Arbeiterbäckerei. Das war über ihn drinnen. Da habe ich zu der Nierten gesagt, weißt du was, jetzt gehen wir da rüber und schauen wir, ob wir da nicht einen Druck kriegen. Gell. Ja. Dann gehen wir da auf der Straße. Genau. Da können wir streifen. Der macht streifen. Muss auf jeden Fall. Das kannst du natürlich eins machen. Entweder gleich flüchten oder dich stellen. Ja, und du gehst gleich auf die Hose. Ich bin auf die Hose gegangen, wenn mein Hauptmann zusammengehört hat, um Herrn Hauptmann fragen zu dürfen, wo der nächste Jahr noch halt so nach Kufstein geht. Ja, da komme ich auf die Herren. Da habe ich das lesen lassen. Aber da Taschenlampen. Das haben sie dann
Gebirgsjäger ohne von Mann und Edelweiß dran, sage ich, Herr Leutnant oder Herr Hauptmann. Alles Tarnung. Das ist getarnt, Sie lesen ja, ich bin ja also so Sabotagekompanie. Ja, gut, hat er gesagt, dass wir jetzt da rübergehen, über die Inn, da können wir so ein Stück rausgehen und dann können wir es dann mit der Straßenbahn nach Hallen ausfahren. Dann, Herr Leutnant, zack, und dann war der Voller. Die Rennfahrer von der Porsche Rallye.